Tag 3 hier auf der Synode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers. Ein wirklich spannender Tag, einmal mehr ein Wahltag. Es ging um den neuen Landesbischof und den gibt es heute tatsächlich. Der heißt nämlich Ralf Meister. Gewählt wurde er heute Nachmittag um 15:28 Uhr gab es das Ergebnis. Bei mir jetzt im Studio Christoph Vetter. Er hat die ganze Zeit für uns im Plenarsaal die Geschehnisse dort beobachtet. Herr Vetter, wie war das, der Moment, als Jürgen Schneider vor die Synodalen getreten ist? Es war ein ganz spannungsreicher Moment. Es war mucksmäuschenstill. Und was dann geschehen ist, können wir uns im Film anschauen. Es sind 76 Stimmen abgegeben worden, die alle gültig sind. Es hat 12 Stimmenthaltungen gegeben. Auf Herrn Meister sind 64 Stimmen entfallen. Damit ist Herr Meister mit deutlicher Mehrheit gewählt. Da ist, glaube ich, manch einem wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Wir gucken uns mal an, wie das Wahlergebnis selbst ausgefallen ist. Da haben wir eine Grafik vorbereitet, die gucken wir uns mal an. Es war, wie gesagt, der zweite Wahlgang und Ralf Meister konnte bei diesem zweiten Wahlgang 64 Stimmen der insgesamt 77 möglichen Stimmen auf sich vereinen. Es gab 12 Enthaltungen, eine nicht abgegebene Stimme. Das hat ihm gereicht. Er brauchte eine Zweidrittelmehrheit. Ja, er hat 52 Stimmen gebraucht. Er lag also satt darüber. Und die Erleichterung in der Synode, das war wirklich mit Händen zu greifen. Die Synodalen standen auf, klatschten Beifall. Keiner von den Synodalen konnte allerdings sehen, wie Ralf Meister reagiert hat, weil er war umringt von Fotografen und Kameraleuten, die genau dieses Gesicht in diesem Moment fotografieren oder aufnehmen wollten. Wir waren da selbstverständlich mit unserer Kamera auch dabei und deswegen wollen wir mal gucken, wie er denn reagiert hat, der Ralf Meister. Da schaut er ja noch im Moment so ein bisschen erwartungsvoll und ich würde mal sagen, jetzt entspannt er sich langsam. Wie ging es denn dann weiter? Wie waren dann die Reaktionen? Ja, es war klar, es war nicht nur die Synode erleichtert, sondern der Kandidat auch. Das war ja eine spannungsvolle Situation. Wird die Zweidrittelmehrheit zustande kommen und dann so satt darüber, das war klar. Er ging dann vor zum Pult und wurde dann gefragt, ob er die Wahl überhaupt annehmen will. Denn das gehört zu einem Wahlprozedere eben dazu. Ganz wesentlich und auch das schauen wir uns an. Schönen Dank für den Applaus, aber er hat die Wahl noch gar nicht angenommen. Das muss ich ihn jetzt erst fragen. Herr Meister, hat die erforderliche Mehrheit erreicht. Herr Meister, nehmen Sie die Wahl an und nehmen Sie das Mikro, dass man es auch hören kann. Mit Gottes Hilfe, ich nehme die Wahl an. Ich danke Ihnen. Es war weniger zu sehen als zu hören. Er war wieder umringt von den Fotografen, von den Kameraleuten. Das ist in solchen Momenten so. Aber da gab es dann noch einmal ordentlich Beifall. Alle waren glücklich. Die ersten Gratulanten waren da. Als erster hat Bischofsvikar Hans-Hermann Janssen gratuliert. Als zweiter der Vorsitzende des Kirchensenats, von dem ja der Vorschlag ausging, Herr Bungeroth. Und dann gab es entsprechende Reden, ihm zu ehren, sich bei der Synode zu bedanken. Und ganz am Schluss dieser Redenreihe kam dann der Bischofskandidat, der jetzt kein Kandidat mehr war, sondern am 26. März nächsten Jahres Bischof wird und hat sich bei der Synode und bei seinem Gegenkandidaten bedankt. Und das schauen wir uns auf jeden Fall natürlich auch nochmal an. Und der erste Dank geht an Wolfgang Gern, an berührende, fruchtbare, geistreiche Begegnungen, die wir zusammen hatten, die wir uns vorher nicht kannten. Und dann eine intensive Phase in den letzten Tagen hier in Hannover. In dieser Bewegung und in einer hohen Achtung in diesem Augenblick denke ich an ihn. Der zweite Dank geht an Sie. Ich habe vorher manchmal ein bisschen, vielleicht noch nicht ganz belastbar, gesagt, dass Ihre Landeskirche die bestorganisierte Landeskirche ist, die ich im Rahmen der EKD kenne. Die Art und Weise, die Fairness, die Offenheit, die Kultur der Kritik, in der Sie den Kandidaten, aber mir begegnet sind, bis in die Stunden, die ich in den letzten 2 Tagen hier verbracht habe, waren für mich beispielhaft. Warme Worte für den neuen Arbeitgeber, schön natürlich zu hören. Das sollte aber nicht alles sein, was der neue Bischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers zu sagen hatte. Nein, er ist natürlich Theologe und hat noch ein bisschen was draufgesetzt und das gucken wir uns natürlich jetzt auch an. Wir stehen wenige Tage vor dem ersten Advent. Wir stehen wie jedes Jahr vor der großen Anbruchszeit, dass wir gemeinsam warten. Warten auf die Ankunft
und warten auf den Trost dieser Welt. Im 2. Petrusbrief, im 3. Kapitel, gibt es einen Satz, und dieser Abschnitt ist überschrieben mit dem schönen Votum: Der Herr kommt gewiss. Und da steht es: Wir warten und wir eilen zur Ankunft des Herrn. Darauf freue ich mich mit Ihnen. Nicht nur eilen, auch warten, auch Geduld haben. Und nicht nur für 4 Wochen oder 5 Wochen im Advent, sondern für die große Geste unseres Lebens als Christinnen und Christen. Wir sind Wartende und wir eilen in dieser Welt den Strahl, der uns versprochen ist, sichtbar zu machen. Der Herr kommt gewiss. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Ich freue mich auf das Eilen, das gemeinsame Warten auf den Advent. Dankeschön. So ein bisschen merkt man tatsächlich, würde ich zumindest sagen, dass dieser Mann Medienerfahrung hat. Nicht zuletzt ist er ja auch Wort zum Sonntagssprecher. Das kommt sehr überzeugend drüber. Das kommt sehr überzeugend drüber und das zeigt eine seiner Stärken, nämlich dass er in so einem Moment völlig frei formulieren kann und völlig frei sprechen kann. Und eine kleine Korrektur muss ich jetzt anbringen. Er ist nicht Wort zum Sonntagssprecher, denn durch die Wahl ist er aus dieser Riege herausgefallen. Er war Wort zum Sonntagssprecher. Wir werden ihn sicherlich aber an anderer Stelle dann auch nochmal wieder im Fernsehen erleben, dann zukünftig als Bischof. Wunderbar, Hannover hat seinen Meister gefunden, also zumindest seinen neuen Bischof. Das war eine Personalie, die heute festzustellen ist, aber es sollte nicht die letzte sein, Herr Vetter. Ja, die Synode hat danach noch einmal gewählt, nämlich das Präsidium neu. Das war turnusgemäß dran. Wir sind in der Mitte der Legislaturperiode. Da muss das Präsidium neu gewählt werden. Und es war nicht sehr überraschend an der Stelle, dass Jürgen Schneider, der ja auch schon mal hier im Wahlstudio war, wiedergewählt wurde und wieder Präsident ist für die kommenden 3 Jahre bis zum Ende dieser 24. Landessynode. Also in diesem Fall also auch noch eine wichtige Personalie. Jürgen Schneider, der alte Synodenpräsident, ist auch wieder der neue Synodenpräsident. Soweit die Zusammenfassung für diesen heutigen Tag, für diesen dritten Tag auf der evangelischen Synode der Landeskirche hier. Wir halten Sie natürlich selbstverständlich weiter auf dem Laufenden. Morgen gibt es dann noch den Abschlusstag. Auch da sind wir wieder für Sie präsent mit vielen Berichten über das, was hier passiert und auch schon passiert ist. Also bleiben Sie dran, wenn Sie darüber hinaus noch Infos haben wollen. Klicken Sie rein ins Internet. Die Kollegen, die für online zuständig sind, haben für Sie Texte und Bilder parat. Oder hören Sie Radio. Hitradio Antenne oder Radio FFN hier in Niedersachsen hält Sie natürlich beide. Halten Sie weiter auf dem Laufenden, denn dort sind auch die Kollegen vom Evangelischen Kirchenfunk für Sie da. In diesem Sinne Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend und freuen wir uns gemeinsam, dass es einen neuen Bischof gibt hier in Hannover.